So, Mahlzeit mal wieder. Heute wird wieder was gespielt. Und zwar ein Spiel, auf das ich schon seit Jahren gewartet habe. Scorn. Seit gestern, also seit dem 14. Oktober, endlich draußen. Es hat sich Jahr für Jahr verschoben. Und ich habe mir gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Bis das Spiel draußen ist, ist es total veraltet wahrscheinlich grafisch. Gibt es seit gestern, habe ich glaube ich schon gesagt, bei Epic Store. Epic Games Store für 35,99 €. Ist noch ein Angebot, nächste Woche wird es wieder teurer. Deswegen, wer möchte, fix zuschlagen, wobei das wahrscheinlich nicht mehr funktioniert. Scorn ist grafisch inspiriert durch den Schweizer Künstler H.R. Giger, der damals die Aliens quasi kreiert hat für die Filme. Und wer die Filme kennt, der weiß, dass das schon ganz schön cool aussieht, was der damals so gemacht hat. Also muss man erstmal drauf kommen, sowas zu kreieren. Ich habe den ersten Level quasi schon durchgespielt, deswegen wird das jetzt so eine Art Walkthrough. Es ist anfangs auch überhaupt nicht irgendwie Horror, es ist eklig, ein bisschen splattermäßig. Aber ansonsten gibt es halt viele Rätsel. Man muss also viel erkunden und viel rausfinden. Wie gesagt, der erste Teil wird jetzt ein Walkthrough. Und dann schauen wir mal weiter, ob ich da noch Lust habe, wenn das weiter mit Rätseln bleibt, wie das dann wird, ob man das auch alles lösen kann. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal und gehen auf ein neues. Das Auge hat sich bewegt. Der Finger hat sich bewegt. Ja, auf geht's. Ich freue mich. Wie gesagt, schon angespielt. Ich freue mich trotzdem. Ich erschrecke mich jedes Mal! Jedes Mal! So, und damit starten wir schnell und schmerzvoll in das Spiel. Die Mauseinstellung kann man, glaube ich, nicht ändern. Die ist mir ein bisschen zu hektisch schon gewesen am Anfang. Aber wenn man über Escape in das Menü geht, sieht man die Einstellungen der Tastatur, also die Steuerungen. Ist eigentlich nichts, keine Zauberei dabei. Ich wollte mal gerade gucken. Frequität an, Schärfe, die wollte ich mir ein bisschen höher machen, genau. Bewegungsschärfe an, Housing aus, hoch, jo, das würde so passen. Ich würde mal sagen, wir machen Fortsetzen. Und wie gesagt, das ist jetzt schon, als wenn man in so einem Alien-Raumschiff drin ist und sieht einfach toll aus. Ja, genau mein Ding. Yes. Also es ist alles, da kann man jetzt nichts machen, da kann man auch nicht reingehen. Ne, kann man nicht. Also man kann hier anscheinend auch nirgendwo runterfallen. Ich bin also vorhin schon mal auf so einem, sieht er ja gleich so einen Hügel.
so eine Plattform. Und man kann nicht runterfallen. So, willkommen im Spiel. Hier hat man schon mal einen Überblick, wo es losgeht, wo man hin muss. Und wie gesagt, ich werde jetzt hier versuchen, ein schnelles Walkthrough erstmal durch den ersten Level zu machen, weil wenn man jetzt wirklich alles erkundet und ausprobiert, das zieht sich ellenlang hin. Also ich habe, glaube ich, am Anfang die erste Stunde nur damit verbracht, rauszufinden, was ich hier machen kann, was man machen muss. Ich muss mal gucken, ich werde im nächsten Teil wahrscheinlich mein Bild woanders hin tun. Kann ich auch gleich noch eben machen, ne? Fällt mir mal gerade ein. Weil unten rechts gleich dann Kommandos stehen. Ich bin drin, ne? Jawohl, bin ich. Ah ja, also wie gesagt, ich werde mal eben ein Bild woanders hin tun. Zack, so schnell geht das und schon bin ich wieder da. Aber oben. Passt doch so, ne? Ja, nicht ganz. Scheiß drauf. So, hier sind wir jetzt in dem neuen. Ich sag nix. Als ich das erste Mal gesehen habe, musste ich an den Film Idiocracy denken. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist inzwischen auch schon, wie alt ist der Film? 17 Jahre, von 2005 ist der, glaube ich. Idiocracy von den Machern von Beavis und Butthead. Falls die noch jemand kennt. Falls jemand Beavis und Butthead nicht kennt, dann wird er auch nicht mein Freund. Ja. Idiocracy unbedingt sehenswert. Donald Trump kommt da schon drin vor als Präsident, in einer etwas anderen Rolle, aber Leute, so sehenswert. Das ist immer noch mein Lieblingsfilm Nummer 1, Idiocracy, mit Life of Brian, Ritter der Kokosnuss, Blues Brothers, aber Idiocracy, mega zu empfehlen. Zurück zum Spiel. Kann man ja sehen, Richtung einmal nach links. Verwenden heißt Maustaste. Zurück nach rechts. Maustaste. Für Ende muss man die rechte Maustaste gedrückt halten, dann sieht man unten. Und jetzt muss man sich ein bisschen beeilen, weil das Tor wieder zugeht. So, und willkommen im, ja, im Aufgabenbereich. Also das ist jetzt das, was wir vorhin von da oben irgendwo gesehen haben. Da glaube ich, ne? Und ich suche jetzt den blöden Aufzug. Ich habe wieder vergessen, wo er war. Denn das hier ist ein Labyrinth. Also das ist echt nicht so leicht, sich hier zurechtzufinden. Aber hier war er nicht, oder? Nee, das brauchen wir gleich erst. Wenn wir das mit dem, wenn ich das mit dem hier mache. Wenn. Tja, wie gesagt, also auch ich eier hier noch rum und suche den blöden Aufzug, aber ich meine, ich wäre hier irgendwo richtig gewesen. Da ist dieser Ausschaber. Ja, ist er. Und hier irgendwo war der Aufzug, da ist er doch. Yay!
Tropfenöl, ne? Für den Aufzug wäre ganz gut. Also ich habe mir mal überlegt, ob ich hier irgendwie auch versuche, lustige Kommentare zu machen, aber irgendwie das Spiel fasziniert mich so, dass ich da eigentlich überhaupt keinen Bock habe, lustige Kommentare zu machen, weil es passt nicht. So, jetzt kommt das erste große Rätsel. Wir müssen da oben ein Ei reintun, und zwar sehen die hier alle. Auch das erinnert mich ein bisschen an Aliens, eventuell, weil die Dinger halt so aussehen, ne? So, wir können jetzt da diesen Kran steuern. Und wie man sieht, sind hier zwei da und da. Die sind etwas lichter. Da sind also Lichter an. Ne? Das ist also dann wieder wie ein Matrix, würde ich eher sagen. Ne? So, diese Dinger, die müssen wir jetzt da oben reinkriegen. Das erste war gar nicht so schwer. Steuerung, ne? Mit den Pfeiltasten, also wie ich sehe. Mit der Maustaste packen wir zu. Ich glaube, man muss das hier auch übrigens verstören, weil sonst hat man nicht genug Platz. Rechte Maustaste, Ende. Versuch Nummer 1. Braucht man nichts machen, macht er automatisch. Ein Satz mit X. Was soll der X? So. Und jetzt muss man ein bisschen gucken. Das ist wieder wie so ein Schieberätsel halt. Ihr habt es ja schon mitgekriegt. Ich habe bloß vergessen, wo was hinkommt. Man muss hier erstmal alles einigermaßen aus dem Weg räumen, damit man überhaupt irgendwo hinkommt. Und wie gesagt, ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie ich das vorhin gemacht habe. Ach Scheiße, das Ding muss ja nach oben. Ich hab's echt vergessen, ey. Scheiße. Muss ich echt nochmal gucken jetzt hier, wie das war.
Scheiße, ich muss nur einmal von den Einzelnen einen auf den Platz da bringen. Und den brauche ich jetzt nicht mehr, glaube ich. Oder war das doch dieser Ausweichpunkt, wo ich dann die anderen nach da verschieben konnte? Ja, ich muss ja den noch hochkriegen. Kann ich jetzt gar nicht mehr bewegen. So. Ach, was für eine Scheiße. Ich habe gerade überhaupt keine Idee mehr. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gespielt. Aber dadurch wird es anscheinend nicht besser. Sondern eher beschissener. Ganz ehrlich. Das müsst ihr euch nicht mit angucken. Ich bastel jetzt noch ein bisschen und wenn ich durch bin, wenn ich es oben habe, seid Bescheid. Also jetzt hier eine Lösung rauszufinden, das müsst ihr selber wissen. Also das müsst ihr selber versuchen. Ich kann jetzt hier keine Universalanleitung geben. Also mal gucken, wie es gleich ist. So, war ein bisschen komplizierter. Wer möchte, kann sich ja mal gucken, wie ich die Dinger hier alle rübergeschoben habe. Ansonsten muss man jetzt dann, das ist hier anscheinend dieser Ausruheposten da unten, da schiebt man jetzt hier also dann dahin und hoch und geschafft. Und jetzt wird's eklig, kann ich euch versprechen. Wie hat Michael Jackson so schön gesungen? You are not alone. Also, es gibt noch andere Lebewesen. Da. So, zurück zum Aufzug. Um in den nächsten Level zu kommen, gibt es zwei Möglichkeiten. Ich glaube, ich werde... Ja, werde ich beide posten? Werde ich beide spielen? Ich glaube ja. Das werde ich wohl tun. Wo ist noch jemand? Macht da oben hängt er. Genau. Rücken. So, da ist der Kollege.
Einmal nach unten, nochmal drücken. So, es gibt jetzt hier verschiedene Möglichkeiten, wie man den guten Jungen lenken kann. Dazu muss ich erstmal hier raus, genau. Gucken wir uns den Knecht erstmal an, der sieht so erbarmungswürdig aus. Fürchterlich. Deswegen, also ich sag, bei diesem Spiel einen bösen Kommentar zu machen, ist irgendwie, oder einen lustigen, bis jetzt noch keinen Spruch für gefunden. So, hier oben kann man die Gleise einstellen, denn es ist eine kleine, wie eine kleine Lore. Und da sieht man jetzt unten, da steht die Lore. Und wir wollen, ich kann das mit dem Pfeil jetzt durchschalten. Nee, ich glaube, wir wollen sogar dahin das erste Mal. Wie gesagt, ich glaube, ich werde beide spielen, weil es ist, eine ist einfach nur brutal. Das kommt jetzt. Ich spoilere nicht, nein, um Gottes Willen. Ich sag ja, wie krank ist das? Wer ist kränker? Der das Spiel spielt? Oder der das entwickelt? Ich habe hier eine Mücke drin, ich habe gerade gelüftet. Wisst ihr, ich war früher Pfadfinder und habe gelernt, Toleranz zu üben und eigentlich, wie man so schon sagt, der christliche Gedanke, vor Gott sind alle gleich. Wenn ich jetzt nicht unbedingt gottesfürchtig bin, warte mal eben ganz kurz. Bin ich da in Dead End oder wo bin ich da? Oh ja, oh ja, oh ja. Scheiße, ich hätte doch einen weitermachen müssen. Da ist ein Dead End, habe ich auch nicht gewusst. Noch nicht gemacht. Und deswegen möchte ich einfach nur sagen, also ich habe mit diesem Knilch hier einfach nur Mitleid. Also eingesperrt in so einer Dose, nicht wissen, wie es weitergeht. Wahrscheinlich auch überhaupt keine Ahnung, wie er hingekommen ist und wo er hergekommen ist. Das ist so ein bisschen Matrix gewesen, ne? Vorhin. So mit diesen Eiern da oben. Also es ist Alien und Matrix. Alien trifft Matrix. So, da sind wir. Den legen wir um. Den lassen wir so. Ende, würde ich sagen. Ne? Also wie gesagt, Aliens trifft Matrix und dann noch irgendwelche Wimmelbildabenteuer, wo man Hebel lenken muss. Kollege, alles gut. Hat er nicht schöne große, was sind das, grün-graue Augen? Wieder steuern, Richtung, na klar, ist doch egal.
kann ich das echt machen? Ja, ich kann es, ich muss es. Ah, Kollege, hey, ich habe mich fast mit Tränen in den Augen. Kollege, tut mir echt leid, aber ich will beide zeigen. Oh, hab ich das nicht gemacht? Habe ich. Wie gesagt, beim ersten Mal auch schon und ich habe es natürlich nicht gewusst. Und insofern, ich weiß jetzt, was ich machen muss. Und mache das jetzt einfach mal. Wenn ich es denn alles wiederfinde. Das ist die zweite Möglichkeit. Die zeige ich euch gleich. Denn ich. Brauchte echt nur diesen blöden Arm, ne? Geh nicht zu? Was ist jetzt? Wieso geht die nicht zu? Was ist mir zugefallen? Naja. So, jetzt geht's ins neue Level. Und wenn ich oben bin, gibt es dann die zweite Version, die meiner Meinung nach etwas humanitärer ist. Aber auch nicht wirklich lustig. So, bis gleich. So, da bin ich wieder. Jetzt kommt die zweite Sache, die ich erwähnt habe. Das ist so mitleiderregend, das Spiel. Dieser Typ, sobald ich irgendwie ankomme, wimmert der wie so ein kleines Baby, das so seine Mutter sucht irgendwie. Es ist nicht schön. Ich glaube, jetzt kommt die humanitärere, was ich sagte. Er ist echt wie so ein kleines Baby, ne? Was passiert? Wer bin ich? Was ist hier los? Also er versteht überhaupt nicht, was passiert. Ganz ehrlich, das ist wie in der Matrix, ne? Das soll er ja auch nicht. Das soll er ja auch nicht. Jetzt hängt er da so mit dem Gesicht nach innen. Ey, ich sag, wer denkt sich sowas aus? Also nichts für ungut, aber das ist schon. Gut, ich bin kein Entwickler, weil da hätte ich ihm jetzt von diesen komischen Schalen zerplatzen mehr erwartet. Aber ist egal. Thank you.
Jetzt kommt die Szene, wie ich morgens aus dem Bett aufstehe. Dauert ungefähr genauso lange. Ob ich so scheiße aussehe, weiß ich gar nicht. Körperlich fühlen tue ich mich auf jeden Fall so. Alter, das ist doch krank, sowas, ey. Das ist doch total krank. Diese Wirbel. Man sieht echt die Wirbel hinten am Rücken. Ich hab vergessen, wo ich mich ist. Das hat mich. Das nimmt mich alles so mit. Jedes Mal, dass ich vergesse, wo ich hin muss. Ich muss irgendwo. Warte mal, das war gar nicht so weit. Das war gar nicht so weit. Scheiße, war das nicht hier? War hier vorne irgendwo? Nee, war es nicht. Da! Weil, ihr habt ja vorhin schon gesehen, ich brauche seinen Arm. Wie gesagt, morgens nach dem Aufstehen, der Weg zum Klo. Geräusche passen auch. Na gut. Ich habe im Flur einen Teppich. Eine Mücke erwischt. So, jetzt geht's zur Kaffeemaschine, würde ich sagen, ne? Jetzt mit diesem Arm reinstecken ist echt Idiocracy. Na, Kollege, komm, komm, fein, komm, komm, komm. Ja, ich glaube, erstmal der Weg zur Dusche, ne? Na komm. Immerhin mag er mich anscheinend. Der kommt ja mit. An irgendwen erinnere ich das. Manfred? Nein, Quatsch. Auch wenn er 60 ist. Boah. Das war der ganze Sinn dieses Knirchs. Ich finde das was es ist. Ah. Grafisch! Keine Frage. Mega! Sieht einfach cool aus. Ich jetzt, wisst ihr, wenn ich jetzt das wieder erlebe, wenn man jetzt mit dabei helfen würde, dann sage ich, hier komm, ich befreie dich wieder daraus und dann kannst du wieder durch die Gegend kriechen und bei anderen Horrorspielen mitspielen. Nicht Resident Evil, wie heißt das immer hier? Ach hier, die sahen dann genauso aus. Altes PlayStation-Spiel. Silent Hill, genau. Jetzt kann ich mir das Rechnen helfen. Ja, und wie gesagt.
Hiermit sind wir wieder oben. Grafisch ein Augenschmaus, gar keine Frage. Bis jetzt eher so ein kleines Kinderrätselspiel. Bisschen laut, ne? Wie gesagt, erst so ein Rätselspielchen. Jetzt habe ich das auch mal richtig gesehen. Ich habe vorhin so gedacht, die atmen noch, aber ganz ehrlich, die haben schon Obduktion hinter sich. Die sind aufgeschnitzt da in der Mitte. Also da so ein thorakaler Schnitt, also Brustkorbschnitt. Dieser noch nicht. Doch, der auch. Hölle, Hölle, Hölle. Aber das ist Mörder, wie detailliert das hier ist. Das ist, was ist das? Das sieht aus wie eine böse Maschine. Nee, das ist so eine Alien-Zuchtfabrik. Na gut, das sieht auch anders aus. Das sieht Starship Troopers. Das, der Mund von diesem Master Bug sah genauso aus. So, an dieser Stelle sei gesagt, bis jetzt liebe ich das Spiel, einfach grafisch. Es hat eine dermaßen Wirkung, wie es gar nicht anders geht. Ja, ich habe es ja selber gesehen. Also unaussprechlich, aber unheimlich gut. Finde ich jetzt. Also, boah, warte mal, habe ich da schon hingeguckt? Da geht es ja mächtig hoch, was? Das ist ja wohl die totale Apokalypse hier, ey. Ja, wie gesagt, bis jetzt, mir gefällt es doch sehr gut. Auch wenn es bis jetzt eigentlich erst nur ein Rätselspiel war, mit Splatter-Elementen, aber... Ob ich jetzt sofort weiterspielen kann, weiß ich noch nicht, weil ich habe noch einiges vorm Kopf, das ich erledigen muss. Mein Leben wandelt sich momentan, hoffentlich, zum Guten. Und bis dahin, auf geht's in den zweiten Teil.